Hey Leute, Mario, willkommen zum weiteren Video zu Worldstars. Im vorletzten Video habe ich euch die Kontrolle über dieses Video gegeben. Ich habe nämlich gesagt, schreibt eine Überladung in die Kommentare und die Überladung, die der Top-Kommentar wird, die werde ich mir heute angucken. Und ihr seht schon im Hintergrund, der Gewinner heute ist die Krähe gewesen. Viele haben sich vor allem gewünscht, dass ich mir erstmal einen Tresorraub angucken sollte. Deswegen habe ich jetzt auch einen Tag gewartet und das nicht gestern gemacht, sondern heute. Gestern kam auch ein Video, was interessant war. Und zwar habe ich die Aura von jedem einzelnen Brawl-Stars-Charakter bewertet. Da waren ein paar Calls anscheinend kontrovers. Ich wusste nicht, dass man bei so einer Liste was Kontroverses sagen kann. Was so ein bisschen wehtut, ist halt, dass ich mir die Münzen zum Ende jetzt gekauft habe. Ich habe mir die Münzen nicht erspielt. Ich wollte mir die erspielen, aber ich hatte halt so viele frustrierende Runden, wo ich wirklich vor Wut geschrien habe. Ihr kennt meine Videos, ich schreie eigentlich nicht vor Wut. Als 31-jähriger Mann schreit man in der Regel nicht, wenn man Brawl-Stars spielt. Na Gott! Na! Aber da waren so viele Runden so geisteskrank frustrierend, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte, mir das zu erspielen. Deswegen, es gibt eine mythische Ausrüstung. Muss ich mir jetzt noch mehr Münzen erspielen? Weil die will ich schon gerne haben eigentlich. Das geht vielleicht sogar auf mit ein bisschen Glück. Aber erstmal kaufe ich mir die Überladung, Allzweckmesser, bumm. Mehr Tempo, mehr Schaden, leichter Schild. Crows Messer durchstoßen Gegner und kehren zurück wie ein Boomerang. Soll in Tresorraub geisteskrank sein. Guckt man damit auf den Tresor direkt drauf oder kurz davor? Das ist so eine Geschichte. Ich glaube einfach drauf, ne? Ich habe das Gefühl, dass es ultra wichtig ist, mythische Gear für ihn, ne? Und wenn das gut klappt, weiß ich auch nicht, ob ich noch einen anderen Spielmodus spielen möchte eigentlich. Es hat übrigens auch einen Grund gehabt, warum ich gestern eine Tierlist gemacht habe, eine Quatsch-Tierlist. Und zwar rede ich jetzt ja schon länger drüber, dass ich eine Rangliste machen möchte und werde, wo ich alle Brawler bewerte, wer halt der Stärkste ist. Um das Video gut zu machen, will ich halt vorab schon mal so ein bisschen gucken, okay, welche Vorschaubilder funktionieren da gut? Wie könnte man das gut gestalten? Und das kann ich ja da so ein bisschen ausprobieren, weil auf YouTube ist sehr beliebt dieses weiße Vorschaubild, was ich da gemacht habe, was halt sehr minimalistisch ist, wo einfach nur so zwei Sachen zu sehen sind und ein bisschen Schrift, als das, was ich jetzt probiert habe. Und ich wollte nur mal gucken, wie das so ankommt. Autsch, der ist aber tot. So. Ich glaube, wir verlieren das, weil unser Chuck ist schlechter als der gegnerische Chuck. Weil unser Chuck hat nicht seine Bahn so positioniert, dass der überhaupt zum Tresor kommt, ne? Er macht nicht Schaden. Unser Chuck hat einfach das schlechter positioniert als der Gegner. Er kommt nämlich, weil du willst halt das letzte Bimmel willst du halt auf dem Tresor quasi platzieren. Weil zumindest er durch. Hat unser leider nicht gemacht, hat er irgendwie verpasst. Ach man, Bro, wieso habe ich das immer? Wie kann, es ist 50-50, wieso krieg ich jedes Mal einen schlechteren Chuck? Ich bin ja auch nicht niedrig bei Trophäen mit ihm übrigens, ich bin bei 500. Sorry, ich erwähne es in jedem Video, weil es jedes Mal erwähnenswert ist. Jedes Mal bin ich ein Opfer von solchen Schwachsinn. Warum war der bessere Chuck nicht bei mir im Team? Warum muss ich immer der Leidtragende von sowas sein? Das verstehe ich nicht ganz. Er den Gegner anvisiert, weil ich brauche noch so ein paar Treffer. Die Überladung, ich glaube, die Überladung macht halt viel mehr Schaden, als ich jetzt einfach so machen könnte mit ein bisschen Angreifen. Hier gewinnen wir ohne Überladung, okay. Ich hätte sie aktivieren können, aber ich finde Überladung super, die Kombo ist eigentlich zu gut. Das ist natürlich auch eine sehr gute Chuck-Map, ne? Muss man auch so sehen. Da wären andere Maps vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht spamme ich doch nicht Tresorraub, ehrlich gesagt. Aber auf der Map gewinnt ja wirklich meist der, der den besseren Chuck-Spieler hat. Clancy kann sehr krass rundenentscheidend sein. Weil wenn der immer auf Chuck wartet und die Defensive macht, Clancy musst du ja sowieso Defensive machen, dann kann der richtig geisteskrank den Chuck ärgern. Weg. Wie ist der nicht gestorben? Wie ist der nicht gestorben? Der ist in zwei reingerannt. Bild gemacht. Ich dachte, sie aimt mich anders ab. Bin ich weg, hab ein bisschen Schaden am Tresor gemacht. Okay. Ich denke mal, mit der Krähe willst du halt Gegner killen, Gegner runterchippen, bis du halt Superhyperladung hast und dann Superhyperladung einfach rausmachen. Okay, wir verlieren das. Unser Clancy müsste hinten auf den warten die ganze Zeit. Und wenn der angesprintet kommt, super ins Gesicht. Das müsste er die ganze Zeit machen, aus meiner Sicht. Nach vorne. Hast 3% Schaden gemacht. Das ist natürlich auch eine Variante. Du kannst einfach nach vorne gehen, 3% Schaden. Sorry, es ist so tiltend. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe gestern Abend um 0 Uhr gespielt. Tiltend. Ich spiele jetzt morgens. Tiltend. Mann, aber sorry, das ist der Modus, wo er am coolsten ist. Gar kein Chuck in der Runde. Okay, interessant. Das heißt, wir haben eine Chance. Wieder ein Clancy. Wirklich, das ist nicht nur was, was ich mir jetzt ausdenke. Als Clancy müsst ihr am Anfang defensiv spielen. Ihr dürft erst nach vorne gehen, aus meiner Sicht. Wenn ihr mindestens Silber seid und auch generell in der Runde, seid ihr aus meiner Sicht am besten als Clancy, wenn ihr wirklich komplett Fokus auf Defensive habt. Quelle, mein Clancy ist halt bei 900 Trophäen, beziehungsweise er ist jetzt nicht mehr bei 900, er wurde halt zurückgestuft. Und so konnte ich ihn in den Tresor auch am besten pushen. Also ist jetzt nicht ausgedacht, dass er so am besten ist. Zwei Werfer, ist eklig. Wenn der Clancy aus meinem Team so mittlere Reichweite bleiben würde, also hier so ungefähr,
Er könnte die Gegner so wegmobben, ne? Der könnte einen nach dem anderen killen die ganze Zeit. Okay, aber ich krieg den Sprung hier auf jeden Fall raus. Das ist die erste Runde, die nicht von Chuck dominiert wird. Also, es gibt halt keinen Chuck. Das macht's ein bisschen leichter. So, wie viel Schaden ist das? Schild noch. Jo, ich glaube, es waren jetzt irgendwie 40% Schaden am Turm. Mit den ganzen Angriffen sogar noch ein bisschen mehr. Gewonnen. Es ist halt krank. Das hätte ich gerne jede Runde. Und ich hätte gerne die Möglichkeit, das jede Runde zu sehen. Guck mal, von 50.000 Leben runter auf 36.000. Dann kommt noch Clancy ran. Wenn Clancy an den Tresor kommt, macht ihr halt insane Schaden. Das ist halt nur gar nicht so leicht, das Timing dafür zu kriegen. Weshalb meine Empfehlung halt ist, erstmal Defensive zu machen und halt dann nach vorne zu gehen, wenn die Situation da ist. Aber das jetzt war nice. Das war original das, was ich sehen wollte mit der Krähe. Alle derzeit vergifteten Gegner werden 2 Sekunden verlangsamt. Rose Gift schwächt Gegner, wodurch sie 50% weniger Schaden verursachen. Wenn sie vergiftet sind, ist auch nicht schlecht, aber ich finde es, die mehr Schaden kassieren, eigentlich besser. Könnte ich, glaube ich, auch die Überladung sehen und ich glaube, Eliminierung ist ja insane. Eliminierung wird halt auch nicht von Chuck dominiert, das ist wahrscheinlich ein Vorteil. Ich habe mal eine dumme Frage. Wann kommen in der Regel die Balance-Änderungen? Die kommen doch so am 20. ungefähr, oder? Die Rangliste, aber würde ich sagen, Rangliste diesen Monat macht noch Sinn, ne? Ich hau die Rangliste, wo ich alle Brawler bewerte, schon diesen Monat raus. Oder soll ich die paar Tage warten, bis die Meta sich verändert, weil ein Update rauskommt? Jetzt ist es ein bisschen eklig. Hier ist noch eine ganze Menge. 8-Bit muss ich, glaube ich, ganz zurückziehen. Er ist tot. Er ist tot. Sie ist trotzdem gestorben. Ey, netto habe ich 2 Kills gemacht und mit einmal gestorben. Jetzt habe ich noch meine Überladung. Was greifst du? Ich habe 2-1 gemacht. Ich bin der Einzige, der Kills macht und schießt auf mich mit einem machsten Daumen runter. So. Mal da hinjieten ungefähr. Nope, nope, nope. Sorry. Wenn wir es finden, ist das echt meine Schuld. Das ist mit meinem Kill. Jetzt ist es actually meine Schuld, dass wir verloren haben. Es ist halt nur komisch, dass Jean mir die Schuld gibt, obwohl der 8-Bit auf dem Team 0-4 steht. Aber Eliminierung kann funktionieren. Ich habe halt nur das Gefühl, dass dieser Boomerang-Effekt, der bringt ja gar nicht so viel hier in diesem Modus, ne? Und ey, der Teammate, der 0-4 steht, ist der im gegnerischen Team oder in meinem Team? Es ist ja Glücksspiel, in welchem Team er ist. Natürlich ist er in meinem Team. Und ihr sagt jetzt, das liegt daran, weil die Gegner vorab schon Teammates waren. Ich verspreche euch, das machen die allerwenigsten Leute. Die allerwenigsten Spieler spielen mit Freemates in diesem Spiel. Die allerwenigsten. Das machen Leute in der Regel halt nicht so super oft in Videospielen. Das passiert natürlich schon häufiger. Aber ich sag mal, von 10 Teams, 8 einfach random Leute. Ja, ist AFK Tara. Oh, das ist noch nicht AFK. Wurde der übernommen, denke ich mal. Gut. Soll ich eine Rose anspringen? Gucken wir hier den Dynamic an. Guck mal, was alles möglich ist, wenn du Teammates hast, die dich einfach nur dich haten und auch mitspielen. Ja, sehr gut. Edgar hat die einfach aufgeräumt. Einfach 9 der 10 Kills gemacht. Bro, wie ist das jede Runde möglich? Das jetzt war ein Analog-Match, das erklärt zumindest ein bisschen das Verhältnis. Aber wie kann das sein, dass in jeder Runde ich den schlechtesten in der Runde habe? Manchmal bin ich das sogar. Ich bin nochmal mutig, ich gehe nochmal nach Tresor. Ich warte übrigens auch im neuen Modus darauf mal, dass mal eine Map rankommt, wo es 2 Bälle gibt, aber ist noch nicht passiert. Aber kann ich mir gleich auch mal gucken. Oh, wir haben den Chuck. Gegner haben keinen Chuck, let's go. Gegner haben eine, also, größtenteils Tanks, die einfach locker 1000 Mal treffen kann. Können wir über die kreative Entscheidung reden von meinem Teammate, nach vorne zu gehen, während 2 Gegner, 3, die gehen beide nach vorne. Bro, warum? Ich versteh's nicht. Also, sie sind nach vorne gegangen, damit der Frank die Hyperladung kriegen kann, damit er uns noch mehr Schaden macht im nächsten Angriff. Okay, das verstehe ich, sorry. Habe ich falsch eingeschätzt, die Situation. Ich wusste nicht, dass ihr keinen Plan hattet, sorry. Es ist so ein bisschen, weil ich das lustig finde. Ein bisschen ist es ernst gemeinte Wut. Es ist irgendwo in der Mitte. Kann ich von hier auf den Tresor jumpen? Ich find's mal raus, so. Kommen jetzt nochmal zurück. Also, viel Schaden war es jetzt nicht, dass es winnable ist. 5000 Schadenhilfe. Nice. Und die Hyperladung hat auch Schaden gemacht, aber ich muss sagen, andere Hyperladung fand ich Stand jetzt besser in Tresorraum. Zum Beispiel Colette finde ich stärker. Ich glaube, es ist stärker als Barley, ne? Aber es ist Top 3. Ist Top 3 auf jeden Fall. Aber ich weiß halt nicht, ob es nicht ein bisschen overrated ist. Aber ich muss es halt noch ein bisschen mehr in Aktion sehen. Also nach 2-3 Runden, wo ich es halt erstmal 2-mal richtig einsetzen konnte, kannst du es ja gar nicht fair bewerten. Und den Schild. So. Gegnerische Colette ist nicht gut. Hätte es ganz anders ausspielen können. Gegnerischer Chuck ist auch nicht gut. Hätte auch ganz anders ausspielen können, die Situation. Jo. Ich bleib einfach hier.
Solange Colette hinten bleibt, kann ich nach vorne gehen und Schaden bei uns machen. Deswegen, ich bind die einfach hier hinten, das juckt mich nicht. Du machst gleich seinen Superschuss, seinen Gadget-Schuss. Na, da habt ihr Angst, ne? Da habt ihr Angst, bleibt immer close. Guck mal, ich bind einfach zwei, in denen ich einfach das Super festhalte. Guck mal. Okay, geh drauf, du bist tot. Nein? Okay, ich dachte, ich hätte das Gadget aktiviert, habe ich nicht. Warte, wir haben verloren! Wie können wir verlieren? Ach, die gehen am... Ah, okay. Underdog-Match, das erklärt eine ganze Menge. Natürlich war der bei mir im Team und nicht bei den Gegnern. Lass dich innerlich ein bisschen aus. Ja, eventuell. Ich bin so wütend, ich mach die Augen zu beim Reden. Die Wut liegt so schwer auf meiner Seele, es schließt meine Augen kurzzeitig. Müsste mein Gift kaputt gehen, let's go. Nochmal den Schild. Falsch. Falsch eingesetzt vom Timing. Nochmal den Schild, dass ich ein bisschen mehr überlebe. War gar nicht nötig. Müsste ich nach unten hier das Geschütz angreifen. Bell hat das Geschütz verfehlt. Bell hat das Geschütz verfehlt. Es steht einfach. Defensive Überladung. Immer gut, wenn man Überladung defensiv einsetzen muss. Ich checke wieder nicht, was passiert ist diese Runde. Jedes Game. Seit gestern Abend. Jedes Game. Jetzt zur Kree an sich kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Außer halt, dass ich... Also... Jede einzelne Runde, die ich heute gespielt habe, hat mich um 1% wütender gemacht. Jeder verfehlt, er gewinnt die Runde. Byron ist immer insane. Das wäre auch eigentlich interessant. Und zwar bewerte ich alle Brawler in der Tierliste und sag, wie gut ich diese Brawler als random Teammates einschätze. Weil bei Byron, muss ich sagen, freue ich mich. Byrons haben immer insanes Aim. Ich glaube, ich mache einfach jetzt einmal in der Woche eine Rangliste. Das ist dann halt oft vielleicht mal zum Quatschthema, vielleicht manchmal was Richtiges. Aber finde ich lustig. Ich habe das Gefühl, das frischt den Content ein bisschen auf. So, spring den an. Warum springst du nicht? Warum springst du nicht? Wenn er fliehen wollte, hat es auch nicht geklappt. Ich habe inzwischen übrigens auch mein Problem mit Twitch gefixt. Ich kann jetzt auch auf Twitch live gehen. Bardo.tv heiße ich da. Heute Abend gehe ich auch einmal auf Twitch live. Ich denke, ich gehe auf Twitch und auf YouTube live zeitgleich. Oder ich mache das so, dass ich halt für 2 Stunden bei YouTube live bin und dann Switch und dann auf Twitch live gehe für noch eine Stunde. Können wir ja mal gucken. Scheiß auf Teamplay, macht, dass ich mir Schaden mache. Ich bin so gebrochen, ne? Ich gehe nur noch Tresor. Ist mir jetzt egal, ob ich da einen Chuck sehe oder sonst irgendwas sehe. Da kann ich immer eine lustige Überladung sehen. Binde 2 Gegner, wetten, das wird zu nichts nützen am Ende. Giftet, der kriegt ein bisschen Schaden. Kriegt man die Überladung gleich. Muss nur noch das Super auch kommen. Haben wir gewonnen. Oh, ich hab nicht richtig gezielt. Trotzdem gewonnen. Let's go. Das war mehr Glück als Verstand. My take. Hot take. Shelly kannst du aber auch nicht haten, die hat dann Double Kill gemacht. Ich würde sogar behaupten, der Double Kill da bei Runden erscheint. So, ich bin nicht gerne mit Shelly zusammen im Team, in Tresorov, aber der Double Kill da kannst du echt nicht sagen. 8-Bit und Dynamite im Team. Ich muss Kamikaze gehen, damit irgendwas passiert. Interessant. Ey, aber einen Kill gemacht. Okay, Dynamite ist aufgehaust. Warum jedes Mal ich... Ich bin nicht, ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Warum jedes Mal ich? Es ist so geisteskrank. Und es ist auch nicht so, dass der 8-Bit, der gespielt hat, jetzt Bäume ausgerissen hätte mit 0-3. Also wer die Wut nicht nachempfinden kann, der hat nie richtig Brawl Stars gespielt. Der hat immer nur mit Freunden gespielt, sich vielleicht sogar carryen lassen, nämlich mit diesen Teammates. Mit dem Gefühl, was ich jetzt gerade fühle. Das ist Brawl Stars. Nicht mit 2 Leuten spielen zusammen, die beide insane sind. Und dann mir sagen, ja gut, wieder ein Roller auf 1000 gepusht. Habe ich gut, nee. Das hier ist die Realität. Ladung ist interessant. Der ist schon bei und macht uns ganz schön fertig, also zumindest mich. Jetzt hier hat er gut Schaden gemacht. Ich finde aber wirklich 25% für eine Überladung gar nicht so heftig, ehrlich gesagt. Das ist aus meiner Sicht wirklich eher Kategorie okay vom Schaden. Regeneriere mich jetzt Full Life und dann pushe ich drauf. Ich kann's Full Life. Einfach so. Na gut, du killst natürlich auch eine ganze Menge, was da in der Nähe ist. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Da war nicht mehr drin, außer ein bisschen Zeit noch rauszuholen. Gut. Entspannt. Gute Runde. Jesse war gut. Hat mir sehr gefallen. War viel zu stressig, da hinzukommen, ehrlich gesagt. Hätte eigentlich ein bisschen lockerer sein müssen. Oh! Ja gut. Gebe ich die Juwelen dafür aus. Mega. So. Erhöht Crows Giftschaden um 30%. Sehe ich Gift, was so ein bisschen mehr Schaden macht. Das ist schon cool.
Das ist schon eine coole Sache. Ich hätte den niemals davor so schnell kaputt gekriegt. Jetzt beginnt halt Chuck mit seiner Wimmelbahn rumzufahren, was ein bisschen nervig ist. Aber der Schadensboost ist schon cool. Das macht echt schon eine Menge aus. Das war ein bisschen wild. Das war ein bisschen zu wild. Ich wollte halt unbedingt Chuck angreifen, bevor der durchrutschen kann. Aber ich habe es zu früh eingesetzt. Der Schild hat alles abgefangen. So, aber das Gift, was mir Schaden macht, macht wirklich einen großen Unterschied. Gewonnen. Nicht perfekt geaimt. Nicht perfekt geaimt, aber trotzdem gewonnen, oder? Nice, let's go. Okay. Also du willst schon auf den Tresor zielen und nicht daneben. Für den maximalen Schaden. Weil so ein paar Federn haben wir ja nicht getroffen. War trotzdem aber eine gute Runde. Also ich muss sagen, es fühlt sich frisch an. Es fühlt sich viel besser an jetzt. Die Gegner gehen viel, viel leichter kaputt. Jetzt schön Schaden da oben. Bro, wer hat wieder AFK Nita? Sie ist AFK, das ist ein Bot, der übernommen hat. Warum? Warum immer ich? Aber ich hätte tatsächlich gedacht, die macht sogar noch ein bisschen mehr Schaden. Ja, also stark. Cool, dass du damit auch Gegner easy killen kannst. Aber ich gedacht, sie wäre noch ein Ticken noch mal ein bisschen stärker, ne? Noch so ein bisschen mehr. Mein Team wartet auf den, um den abzufangen. Ist schon mal gut. Auf, Schild. Wird ein bisschen zu viel. Aber immerhin Chuck gekillt. Das ist das Wichtigste. Mal genau auf den Tresor, 70%. Ja. Wenig Videos haben meine Laune so runtergerissen wie das jetzt. 8-Bit aus meinem Team auch wieder 0-4. Es bringt aber, glaube ich, jetzt nichts weiter zu spielen. Das Matchmaking hat einfach seit gestern Abend entschieden, dass ich einfach jedes Mal einen Tritt in den Magen kriege. So, das ist okay. Body-Verladung, interessant zum Angucken. Ich bin auf jeden Fall jetzt bei 0, was das angeht. Das heißt, die nächste Verladung wird ein bisschen dauern, bis ich mir die angucken kann. Es sei denn, es ist irgendein insane Sonderangebot im Shop. Dann sieht es nochmal anders aus, aber ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr die Wahl habt zwischen der Krähe und der Hyperladung von Colette, ich würde zu der von Colette greifen, ehrlich gesagt. Wenn ihr nur das Resort spielt. Aber es ist vielleicht nur meine persönliche Meinung. Schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Und ciao.